Jose und herzlich willkommen zu einem kleinen Tomodachi-Ersatz-Erklär-Video, wie auch immer. Ja, ihr wisst, dass bei Tomodachi ich immer mal wieder euch auffordere, mir QR-Codes von Mies zu schicken. Und es ist jetzt doch schon ein paar Mal die Frage aufgekommen, Baloui, wie um alles in der Welt soll ich dir denn einen Mii zu schicken oder wie soll ich dir das fertig machen? Und am einfachsten geht es, wenn ihr euch einfach die Miitomo-App installiert. Ja, ich werde die Links unten in der Beschreibung haben. Das gibt es für iOS und ich glaube für Android sowieso. Und da könnt ihr das einfach installieren. Da startet ihr die App und dann müsst ihr erstmal euren eigenen Mii erstellen. Das ist so, ein bisschen ist das hier so ein Nachfolger von Tomodachi. Aber man kann halt nicht so viel lustiges Zeug machen. Und jetzt könnt ihr hier im Prinzip einfach euren Mii erstellen und ihn dann per QR-Code, hier unten seht ihr es, wenn ihr auf Menü geht, exportieren. So, jetzt kann ich hier den QR-Code von Baloui, seht ihr hier den QR-Code, der wird gerade erstellt. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Da seht ihr den QR-Code von Baloui. Und jetzt könnt ihr den einfach teilen über Twitter oder Facebook oder sonst was und ihn mir einfach zukommen lassen. Oder ihr fotografiert den ab oder was auch immer. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Jetzt wollen wir das aber mal ein bisschen konkreter machen, weil vielleicht wollt ihr ja euren eigenen Mii ja hier behalten und nicht einen erstellen, der nur für Tomodachi Dive gedacht ist. Jetzt können wir zum Beispiel mal, sagen wir mal, ich fordere euch im Video auf, hört mal Leute, erstellt mir doch mal bitte einen Mii zu Early Boy. So, dann geht ihr also in diese schöne Miitomo App, geht auf Menü und dann gibt es hier Mii bearbeiten, da drückt ihr drauf und hier gibt es dann den großen Code Mii erstellen. Der große Knopf, nicht Code. Und dann drücken wir jetzt mal drauf. So, und dann geht es auch schon rund. Ich weiß zufällig, dass Early Boy ein Männchen ist. Und hier könnt ihr genau alles so einstellen, dass der QR-Code nachher so generiert, dass ich ihn einfach in Tomodachi Live importieren kann. Jetzt weiß ich ja zufällig, wie Early Boy aussieht. Haha, ihr ja auch schon. Bisschen. Ja, hier so kugelrund. Nee, warte mal. Early Boy ist mehr so... So der Typ, ja, würde ich sagen. So, haben wir ein bisschen Färbulett, keine Sommersprossen, kein Bart. Nee, das hat Early alles nicht. Schon Altersflecken, nee, oder hier so Altersränder hab eher ich als Early. Ja, und dann können wir die Hautfarbe einstellen. Ich finde, Early Boy ist auf jeden Fall ein Schwarzer. Nee, aber so viel wie er vor dem PC sitzt und nicht in der Sonne hockt, ist auf jeden Fall hellhäutig. Dann die Haare, ne? Kann man mal so ein bisschen gucken. Ich fand die jetzt schon gar nicht so schlecht. Aber das hier trifft ja echt die Haust aufs Auge. Oder eher das? Ich bin gar nicht so sicher. Ah! Er steinigt mich nicht, wenn Early Boy jetzt gerade nicht so aussieht, wie, wie ich das hier in dem Video mache. Warte, ich könnte ja mal schnell im Internet gucken. Wie hieß denn sein Video? Warte, wir gehen mal schnell auf YouTube, Early Boy. Da könnt ihr euch dann einfach ein Bild raussuchen. Ne? Guckt ihr einfach, wie sieht der eigentlich aus. Und dann bearbeitet ihr ihn nach. So. Jetzt gucken wir mal ganz fix. Hier habe ich irgendwo ein Thumbnail. Aha, da ist er drauf zu sehen. Ja, stimmt, der trägt die Haare ein bisschen anders. Also müssen wir... Guck mal, die Haare. Ja, ich denke, das am ehesten. Oder? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich einen total scheiß Early Boy gemacht habe. Aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Oder hier so. Nein, eher das, ne? Kacke. Ja gut, dann nehmen wir das. So, und Farbe? Er ist auch relativ hellhaarig. So würde ich sagen. Ja, hier dieses gelbbraune. So ist gut, glaube ich. Augenbrauen hat Early Boy 0815 Augenbrauen, die jeder normale Typ hat. Das ist natürlich das gleiche wie seine Haarfarbe. Ich finde die anderen Haare besser, oder? Irgendwie gefällt mir das nicht. Das ist doch nicht Early so. Ich glaube eher das. Oder? Meine Güte, ist das schwer. Also Haare, ne? Ihr könnt euch da gerne stundenlang dann austoben. Da werdet ihr viel Spaß dran haben. So, dann mal die Augen. Early Boys Augen. Early Boys Augen. Schauen wir mal. Farbe. Was hat er überhaupt für eine Augenfarbe? Kacke, das sehe ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Braun. Wir lassen es braun. Wo waren wir? Okay, Augenbrauen habe ich gesagt. Das ist... Okay.
Okay, die sind vielleicht ein bisschen groß. Hier könnt ihr jetzt ein bisschen die Einstellung verändern. Ja, ihr könnt also die Position der Augenbrauen zum Beispiel ganz oben hinsetzen. Oder irgendwie auf Nasenhöhe oder so, wenn ihr meint, seine Augenbrauen hängen da unten. Ich glaube aber, seine, oder wie ich das auch auf dem Bild sehe, hat Ölly eine relativ hohe Stirn, aber nicht ganz so große Augenbrauen. Jetzt könnt ihr sie hier mit den Tasten ein bisschen kleiner oder größer, schmaler, enger. Ja, er hat nicht so viel Augenbrauen und ein bisschen weiter auseinander vielleicht. So ist das ein bisschen besser. Jetzt könnt ihr hier noch den Winkel verändern. Aber die sind bei ihm eigentlich sehr gleichmäßig. Aber die Augen, die ich gemacht habe, ne? Die sind auch Katastrophe. Da müssen wir erstmal gucken, was wir für Augen für Ölly haben. Dies hier, nee. Irgendwie unfähige Augen wären ganz cool. Ich glaube, die sind ganz gut. So, Position. Etwas weiter auseinander. Etwas. Ah, ne, er hat sich schon sehr, sehr gleichmäßig. Etwas höher. So vielleicht. Ah. Es geht ja auch nur ums Prinzip, ne? Ich will euch ja nur mal erklären, was es so gibt. Hier Earlys Nase ist eine normale Nase hier so. Oder hier so eine Thaddäus-Nase oder so eine Opi-Nase. Oder nur zwei Löcher hier. Voldemort lässt grüßen. Was hat Early für eine Nase? Eine normale, aber ist größer. Die ist mir zu klein. So ist ein bisschen besser. So, Lippen, Smiley, ich, hallo, ich bin irgendwie unfähig hier, so, da, das ist schon geil. Dann kann man ein bisschen die Farbe der Lippen ändern, aber wenn sie schwarz sind, dann ist es schwarz. Dann kann man die Position verändern. Sein Mund ist, glaube ich, ein bisschen groß geworden. Nee, muss so eine Proportion passen. Dann trägt Ölly ja eine Brille. Nein. Scheiße, warum sind die Brillen alle so hässlich? Ich würde ja sagen, so eine, aber... Boah, scheiße, sieht das kacke aus. Ach, du ahnst nicht. Kann man die kleiner machen? So, ein bisschen höher. Ja, ich denke, das ist so okay. Ja, ihr versteht das Prinzip dahinter, wie es geht, was ihr machen könnt und wie es läuft. Ein Bart hat er nicht, da kann er einen Bart hinzufügen und irgendwie so ein Leberfleck hat er auch nicht. Kinnbart auch nicht. Early ist immer frisch rasiert. So, wenn ihr das erstellt habt, dann könnt ihr jetzt auf Weiterklicken oben rechts. Und dann gebt ihr denen den Spitznamen. Und da kommt dann Early Boy rein. Nicht Box, Early Boy. So, abgehakt. Und jetzt könnt ihr überprüfen, wie es klingt. Early Boy. Jetzt macht der Computer natürlich richtig viel Scheiße. Early Boy, das ist natürlich nicht richtig. Jetzt müsst ihr also hier in der Aussprache eintragen, wie er ausgesprochen wird. Ich würde sagen, mit einem Ö. Wenn ich es finde. Hallo, Ö. Ach da. Early Boy. Boy. So. Ihr seht, die Schreibweise ist ziemlich behindert. Da müsst ihr also genau so hinschreiben, wie ihr es aussprechen würdet. Early Boy. Seht ihr? Und Early Boy klingt dann schon richtig, richtig. Early Boy. Early Boy. Ja, ist doch richtig. So, wenn ihr das Geburtsdatum noch von dem Mii wisst, wäre das noch super geil. Ich weiß es von Early gerade nicht auswendig. Ich trage jetzt einfach irgendeinen Schmarrn ein. So, sagen wir mal hier, 695, ach so, egal. Irgendwas steht da jetzt drin. Wenn ihr es wisst, wäre es gut. Wenn nicht, dann lasst es halt weg. Mein Spitzname ist Early Boy. Und dann könnt ihr hier unten noch die Stimmen einstellen. Auch das übernimmt alles Tomodachi Live, was das Ganze dadurch natürlich mega geil einfach macht für mich. Mein Spitzname ist Early Boy. Na, ich kann jetzt hier einfach einstellen, wie hoch oder tief Early Boy klingt. Der hat so eine Nervensäge mit quietschende Stimme. Mein Spitzname ist Early Boy. Mein Spitzname ist Early Boy. Mein Spitzname ist Early Boy. Nee, Stimmlage ist sehr tief. Mein Spitzname ist Early Boy. Mein Spitzname ist Early Boy. Ja, wenn ihr meint, ihr seid damit zufrieden. Mein Spitzname ist Early Boy. Dann könnt ihr hier noch ein bisschen die Intonation einstellen. Mein Spitzname ist Early Boy. Mein Spitzname ist Early Boy. Ja, das ist Early. Genauso nervig. Und dann könnt ihr noch ein bisschen seine Persönlichkeit einstellen, ja? Ist ja relativ normal, sehr normal, eher speziell. Early ist auf jeden Fall mega speziell. Bewegung, ja, sagen wir mal, ziemlich langsam. Sprechweise ist ziemlich direkt. Denkweise ist relativ sorglos und der Ausdruck ist sehr lebhaft. So, wenn ihr fertig seid, dann kriegt ihr das, was ich auch mal in Tomodachi vorlebe. Ja, das ist über lebhaft, Eindruck offen, intuitiv, bla bla bla, Flirtgranate und so weiter. So, und wenn ihr das dann erstellt habt, dann könnt ihr diesen Mii speichern. Das wollt ihr natürlich, ja. Und jetzt könnt ihr einfach zurückgehen.
Und dort gibt es dann, ich finde das der schlechteste Early Boy, den ich je gemacht habe. Da gibt es dann die Taste QR-Code, dann klickt ihr Early Boy an und schon wird der Early Boy Code generiert. Und den müsst ihr mir irgendwie zur Verfügung stellen. Am einfachsten ist es, ihr ladet dieses Bild auf euer, ihr macht ein Foto davon, twittert das direkt an mich. Oder aber ihr ladet das auf irgendeinen Bildhoster hoch. Ich weiß nicht, da gibt es ja einige. Gebt mal einfach im Internet einen Bildhoster. Und dann findet ihr mehr als genug. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann schickt ihr mir dieses Bild, den Link dazu, einfach per YouTube-Nachricht, Facebook oder aber Twitter zu. Ihr könnt, wie gesagt, die Bilder auch alle twittern, den QR-Code twittern oder mir bei Facebook Privatnachricht schicken. Ich lese das immer alles und dann kann ich das in das nächste Video mit einbauen. So, und das war's auch schon als kleines Erklärvideo dazu. Jetzt immer noch eure Hausaufgabe. Ich brauche QR-Codes von der kleinen lieben Miezekatze von Items for Sacred. Ihr wisst schon, wen ich meine. Und dafür müsst ihr euch die Mühe machen und euch den QR-Code erstellen. Aber ihr wisst natürlich nicht, wie er aussieht. Ich wünsche euch also viel Spaß und viel Erfolg dabei, sich einen Mii auszudenken, der vielleicht so aussieht wie Katze. Und dann lasse ich ihn morgen in der Folge einziehen. In dem Sinne wünsche ich euch zwar viel Spaß beim Mies basteln. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und bleibt feurig. Tschüss.